Nur noch zwei Schritte bis zum Titel. Für die englische Nationalmannschaft könnte in Russland ein Traum wahr werden. Der zweite WM-Triumph nach 1966 ist für die Three Lions mittlerweile in greifbarer Nähe. Am Mittwoch wartet in Moskau allerdings die bislang schwierigste Aufgabe, wenn England im Halbfinale auf die spielstarken Kroaten trifft. Doch die Spieler von Trainer Gareth Southgate wollen ihrer Erfolgsgeschichte gerne noch weitere Kapitel hinzufügen. Wir haben viele Dinge richtig gemacht und wir sehen, wie das ganze Land hinter uns steht und wir alle Menschen glücklich machen können. Es ist fantastisch, davon ein Teil zu sein. Während es für die Engländer immerhin schon die zweite Finalteilnahme wäre, wollen die Kroaten eine Premiere feiern. Mit dem ersten Finaleinzug ihrer Geschichte würde die Generation um Starspieler Luka Modric sogar die Helden von 98 überflügeln, die in Frankreich den dritten Platz holten. Von großem Druck wollen Mario Mandzukic und Co. allerdings nichts wissen. Ich denke, dass wir den größten Druck im Achtelfinale gegen Dänemark hatten. Jetzt fühlen wir uns nur erleichtert. Wir genießen einfach, was gerade passiert. Ganz gleich, wer am Mittwoch als zweites Team das WM-Endspiel erreicht. Das Luzhniki-Stadion in Moskau darf sich jetzt schon auf ein wahres Fußballfest zwischen England und Kroatien freuen und auf einen würdigen Finalteilnehmer.